Oktober 2019 begonnen mit Drohnenflügen. Haben ein bisschen probiert und sind irgendwie auf die Firma Northstox gekommen und haben mal so einen ersten Testflug am Dom, am Nordturm machen lassen, zwischen 75 und 100 Metern. Mit Drohnen haben wir eigentlich von Anfang an schon gearbeitet. Das heißt, grundsätzlich haben wir mal 2011 damit gestartet, Drohnensysteme selber zu bauen, Kameras drunter zu hängen und erste Befliegungen im Industriebereich durchzuführen. Das hat dann einige Jahre gedauert, bis wir so weit gekommen sind, dass von den ersten Herstellern, unter anderem natürlich auch DJI, Standardlösungen bereitgestellt werden konnten, mit denen wir unsere Aufgaben auch erfüllen konnten. Das Wichtigste ist wirklich einfach zu schauen, was kann ich besser machen, wo kann ich die Tools benutzen. Nicht nur einfach das Standardmäßige, wir steigen auf, machen ein paar Aufnahmen und das war's, sondern was kann ich mit den Daten machen? Der digitale Zwilling von Gebäuden, von Objekten, von kulturellen Städten, das ist eine Technologie, die neue Perspektiven und neue Möglichkeiten eröffnet. Wir fliegen in Industrieanlagen, wir fliegen an historischen Bauwerken und wir haben natürlich immer wieder die Problematik, dass wir bei den Drohnensystemen, die wir einsetzen, auch unseren Kunden gegenüber ein hohes Maß an Sicherheit garantieren müssen. Die Risikoanalysen sind mit der M300 am einfachsten zu bewerkstelligen, weil wir eine große Anzahl an Sensoren zur Verfügung haben, auf die wir zurückgreifen können und gleichzeitig natürlich dann auch die volle Kontrolle über das System haben bei einer sehr, sehr langen Flugzeit. Bei der P1 und L1 ist es jetzt so, dass wir vorher beispielsweise mit einer Sony Alpha gearbeitet haben, die einfach Serienbilder gemacht hat. Jetzt bei der P1 und L1 wir aber auf ein System zurückgreifen können, was nahtlos in das DJI-Ökosystem integriert ist und auch natürlich über den normalen Smart Controller gesteuert werden kann. Wir haben ein Framework gebaut, über das wir die Visualisierung der Daten in echtzeitfähigen Anwendungen bereitstellen können. Da müssen die Daten grundsätzlich mal umgerechnet werden, um auch dann auf Mobildevices oder Desktop-Devices oder Virtual-Reality-Anwendungen oder Augmented-Reality-Anwendungen genutzt werden können. Also wir können natürlich in dem 3D-Modell virtuell schon Bereiche ansteuern, anfliegen. Wir können uns da rein bewegen, wo wir einfach schon Schäden entdecken, wo wir abgestürzte Bauteile entdecken, was wir sonst nicht gefunden hätten. Also wir erkennen die Teile schon, wir können sie gezielt anfliegen, wir können sie markieren. Und wir können sie dann auch mit anderen Methoden, mit Kletterern, mit Kränen, mit Arbeitsbühnen dann auch bergen, sichern und können dafür für die Sicherheit sorgen. Wir verarbeiten die Daten, die wir mit der M300 generieren, mit DJI Terra, um sie dann nachfolgend, nachdem die 3D-Modelle berechnet worden sind, zu exportieren und in den Expertensystemen unserer Kunden zur Verfügung zu stellen. Dabei bietet uns auch wieder DJI das vollständigste Paket, alles aus einer Hand. Das ist eine schöne End-to-End-Lösung, die wir da haben, bei der wir es aus dem DJI-Ökosystem gar nicht herausbewegen müssen. Wir bei DJI schauen immer in die Zukunft. Wir möchten schauen, was möglich ist, was man noch besser machen kann. Wir möchten nicht da bleiben, was in der Vergangenheit war, sondern wir möchten aufbauen an dem Wissen, was wir heute haben, um das für morgen besser zu machen.